Hallo und grüß Gott, ich begrüße Sie zu einem weiteren Teil der Einführung in die Raki Software. Mein Name ist Arthur Wendelgas von Peopleware Wendelgas und ich mache mich jetzt gleich aus dem Bild, damit wir uns ausschließlich der Software widmen können. Und ich logge mich jetzt als Arthur Adler in das bekannte Projekt aus Lektion 6 und 7 wieder ein. Bitte wundern Sie sich nicht über das neue Logobild links oben. Das ist das Logobild der aktuellen Software. So, mittlerweile habe ich die Aufgaben des Projekts Hausmesse geöffnet und möchte Sie jetzt darauf hinweisen, was passiert, wenn ich jetzt durch diese einzelnen Aufgaben durchtoggle. Dann werden Sie feststellen, dass sich der Rahmen der Button Stakeholder-Analyse, Risiken und Lessons Learned ändert. Und zwar immer dann, wenn Daten hinterlegt sind, bekommt dieser Button einen grünen Rahmen. Und jetzt wollen wir auf die entsprechenden Daten eingehen. Beim Hygienekonzept können wir beispielsweise feststellen, dass wir sowohl ein Risikoregister, eine Lessons Learned Auswertung als auch eine Stakeholder Analyse zu dieser Aufgabe vorliegen haben, denn die drei Buttons sind grün hinterlegt. Schauen wir uns zunächst das Risikoregister dieser Aufgabe an. Da haben wir einen Eintrag. Die gesetzlichen Grundlagen ändern sich ständig. Das ist ein hohes Risiko. Das heißt, dass wir unser Hygienekonzept eventuell überarbeiten müssen, wenn sich die Rahmenbedingungen, vor allem die gesetzlichen Rahmenbedingungen, ändern. Mittlerweile sinken die Inzidenzen ja gewaltig. Also gehen wir jetzt davon aus, dass dieses Risiko nicht mehr hoch ist und wir können dieses Risiko jetzt reduzieren. Das mache ich, indem ich auf den Eintrag doppelklicke und dann unten den entsprechenden Button verändere. Ich gehe also jetzt von hoch auf mittel. Ich könnte jetzt auch noch den Text verändern oder auf einen anderen Wert gehen, aber das lassen wir jetzt mal so stehen und ich übernehme jetzt. Jetzt haben wir also unseren Risikoeintrag im Risikoregister verändert. Und jetzt übernehmen wir das Ganze einfach. Als nächstes schauen wir uns die Lessons Learned zu diesem Thema an und da finden wir eine Lektion. Die Werkstattleitung hatte sehr viele Ideen und es war sehr sinnvoll, die früh einzubinden. Das nächste Mal sollten wir sie wieder früh einbinden. Entsprechend dieser positiven Lektion füge ich jetzt einen Verbesserungsvorschlag hinzu, nämlich die Checkliste künftig zu erweitern, die Prozesscheckliste künftig zu erweitern. Als nächstes schauen wir uns die Stakeholder-Analyse zu diesem Thema an. Und hier sehen wir vier Quadranten. Der Quadrant am Ursprung, schwacher Einfluss, schwaches Interesse, diagonal oben entsprechend starker Einfluss und starkes Interesse. Nun, bei diesem Beispiel macht es jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, die Teammitglieder in Richtung schwaches Interesse einzugliedern. Aber ich möchte Ihnen einfach damit zeigen, wie man eine Stakeholder-Analyse gestalten kann. So eine Analyse macht vor allem Sinn mit externen Kandidaten oder Wettbewerbern oder Ähnlichem. Die Zusammenarbeit mit Hans Hammer, dem Werkstattleiter, hat gezeigt, dass er doch mittlerweile ein großes Interesse an diesem Hygienekonzept hatte, da er da ganz viele Ideen einbringen konnte. Deswegen schieben wir ihn unten von schwachem Interesse auf starkes Interesse. Zusätzlich nehmen wir jetzt den Soran auf als Vorgesetzter von der Erika und er hat zwar kein großes Interesse, jedoch einen starken Einfluss an dieser Hausmesse. Denn er ist direkter Vorgesetzter und wenn er die Mitarbeiterin für ein anderes Projekt braucht, dann haben wir ein Problem. Das gleiche gilt für die Vorgesetzte von dem Max. Auch die Birgit übernehmen wir in diesen Quadranten. Starker Einfluss, schwaches Interesse. Denn auch wenn sie ihre Mitarbeiter braucht, haben wir ein Problem.
Generell können wir Personen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in diesen Quadranten durch Drag and Drop hin und her schieben oder sie auch wieder ganz rausnehmen. An dieser Stelle mal ein paar allgemeine Aussagen zu Stakeholder Management bzw. zur Stakeholder Map oder zur Stakeholder Analyse. Diese sollte ich immer wieder mal beobachten, um zu schauen, ob sich an der Analyse oder an unserer Bewertung etwas geändert hat. Denn ganz schnell kann es passieren, dass jemand mit starkem Einfluss, mit scheinbar geringem Interesse, plötzlich durch veränderte Rahmenbedingungen ein sehr hohes Interesse bekommt. Und dann wäre es nicht sehr hilfreich, wenn wir diese Leute in diesem Fall ignorieren würden. Zurück zum konkreten Fall. Hier haben wir die Möglichkeit, über den Menüpunkt Analysen, Lessons Learned in dem Fall, uns alle existierenden Lessons Learned anzuschauen. Die können wir sortieren, entweder nach den Themen oder nach dem Autor, wie immer wir das möchten. Des Weiteren können wir uns unter Analysen auch alle Risiken anschauen. Auch hier können wir sortieren nach Aufgaben, Autor oder Risikowahrscheinlichkeiten. Zuletzt können wir uns auch alle Stakeholder-Analysen anschauen. Und da gehen wir einfach hier rechts in die Aufgabenliste und toggeln hier durch. Und immer wenn eine Stakeholder-Analyse existiert, sehen wir die hier auf der linken Seite. Das war's zu diesen drei Analysen. Woran ich Sie jetzt noch erinnern möchte, ist an die Möglichkeit, hier über Datei, über den Projektreport uns auch nochmal alles komplett anzuschauen. Ich kann jetzt hier alle Dinge anklicken, Stakeholder, Organisationen, Aufgaben, Lessons Learned, Risiken und Stakeholder-Analysen und kann mir eine Report-Datei erzeugen. Machen wir jetzt Besprechungen Firma Müller, Import, Speichern. Der ist erstellt worden und ist jetzt auf dem zweiten Bildschirm gelandet. Rüberziehen. So, da haben wir jetzt den kompletten Report inklusive aller Stakeholder. Ich doppel dadurch die ganzen durch. Finden wir alle Stakeholder, dann finden wir die Organisationen und ihre Mitglieder. Als dritte hier unser Messeteam. Dann haben wir hier nochmal Projekte und Aufgaben gelistet. Dann haben wir hier die Lessons Learned, sowohl die positiven als auch die negativen, als auch die Liste an Verbesserungsvorschlägen, alle Risiken und hier auch nochmal die Stakeholder-Analysen. Insgesamt haben wir hier zwei zum Thema Kick-Off-Hausmesse mit den vier Quadranten, also kleiner machen, und dann auch mal zum Thema Hygienekonzept mit den vier Quadranten. So viel zu den Analysemöglichkeiten, die Sie mit der Raki-Software haben. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen Spaß gemacht. Bis bald, Ihr Arthur Wendt.